Abucay und Tennis Borussia Berlin zu Gast im Jahn-Sportpark bei Semih Keskin und Viktoria Berlin. Beide Trainer warten weiter auf den ersten Dreier in dieser Saison. Bestes Fußballwetter vor 700 Zuschauern, die fünfte Minute, Standard TB. Emin Can Tekin schoss gegen Hertha zwei Tore. Und an diese Leistung wollen die Borussen heute anknüpfen. Samardzic prüft hier erstmals Köstenbauer im Tor der Viktoria. Bis in die 38. Minute wenige Torraumszenen. Viktoria tut sich zu Beginn schwer mit der robusten Spielweise der Gäste. Doch gegen Ende von Halbzeit 1 kommt der inoffizielle erste deutsche Meister immer besser ins Spiel. Seifert bedient hier Werbeloh. Viktoria mit großem Umbruch im Sommer. 24 Spieler verließen den Verein. U19-Trainer Keskin übernahm an der Seitenlinie. Die Statistik spricht eindeutig für die Himmelblauen. Dreimal traf man auf TB. Alle Spiele wurden gewonnen. Die letzte Aktion vor der Halbzeit. Die Gäste ziehen sich etwas mehr in die eigene Hälfte zurück. Und Viktoria zeigt guten Kombinationsfußball. Ogbaidze auf Seifert. Ansehnlicher Fußball hier im Herzen Berlins. Die Fans warten weiter auf den ersten Treffer. 0:0 zur Pause. In Halbzeit 2 setzt sich der Trend fort. Viktoria griffiger, stört jetzt immer wieder früh. Knapp eine Stunde gespielt. Inala kam im Sommer von der VSG. Auf Schalwa. Schalwa Ogbaidze. Beim BFC ausgebildet, dann über Magdeburg zur U19 von Viktoria. Seit diesem Sommer spielt er in der ersten. Starke Partie von ihm. Die 70. Minute. Das Spiel geht nur noch in eine Richtung. Nach 4 Spielen gegen Top-Teams stehen 2 Punkte zu Buche. Nach 2 Niederlagen in Folge muss heute unbedingt ein Sieg her für den Absteiger aus der dritten Liga. Werbeloh und Phil Harris mit der Direktabnahme. Endlich belohnen sie sich. 1:0 Viktoria. Starke Vorarbeit von Werbeloh. Inala klaut Harris den Ball fast noch vom Fuß. Überhaupt keine Zuordnung bei den Borussen. Und so steht es nach 70 Minuten 1:0 für Viktoria. Nur 2 Minuten später. Viktoria ist jetzt hungrig und will mehr. Moritz Seifert spielt seine gesamte Schnelligkeit hier auf dem rechten Flügel aus. Moritz Seifert zur Grundlinie und im Rückraum steht Berk Inala. 2:0 Viktoria. Der Neuzugang von der VSG Altlinike mit seinem zweiten Saisontor. Leistungsträger in der letzten Saison bei der VSG. Starke Verpflichtung aus Sicht von Viktoria. Schlussphase, die 83. Minute. TB wirft nochmal alles nach vorne. Vielleicht über Top-Neuzugang Uzoma Eke. Leitet hier den Angriff ein, spielte einst Bundesliga und wurde Zweitligameister mit dem SC Freiburg. Und hier schließt er ab zum 2:1. Der Linksverteidiger mit seinem zweiten Saisontor gewann 2019 sogar den ungarischen Pokal. Dieser Treffer heute kam allerdings zu spät für Tennis Borussia. Viktoria Berlin gewinnt am Ende mit 2:1 und fährt den ersten Saisonsieg ein. Dank der Tore von Harris und Inala. Ich glaube, jeder bei uns weiß, dass wir hart dafür gearbeitet haben. Die letzten Wochen waren für den Kopf auch nicht leicht, weil wir viel investiert haben, aber nie so richtig belohnt worden sind. Und desto schöner ist es, heute mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Ja, mit etwas Glück macht man dann am Ende doch nochmal den Ausgleich, aber so wie es dann gelaufen ist, leider irgendwo vielleicht auch ein bisschen verdient für Viktoria. Tabellenschlusslicht TB mit nun erst 1 Punkt aus 5 Spielen. Auf den Dreier müssen sie noch warten. Anders als Semih Keskin. Für ihn ist es der erste Regionalligasieg in seiner Karriere. Wir haben dann leider nicht mehr die Räume geschlossen gekriegt und da merkt man halt, dass einige Spieler halt noch nicht den Fitnesszustand haben, um dann wirklich über 90 Minuten das, was wir erste Halbzeit sehr, sehr ordentlich gemacht haben, in der zweiten Halbzeit auf die Platte zu bringen. Wir haben eine blutjunge Mannschaft. Das sieht man auch, wenn wir konzentriert bei der Sache bleiben, spielen wir guten Ball. Aber ich glaube, alles in allem wollen wir erstmal frischen Wind mitnehmen. Und jetzt müssen wir halt schauen, was wir nächste Woche in Greifswald machen, die ja auch schon ein ordentliches Programm hatten. Und ich glaube, da können wir uns auf die Partie freuen.
Die Freude ist groß bei den Himmelblauen. Das junge Team von Victoria wirkt immer besser eingespielt. Heute belohnen sie sich mit ihrem ersten Saisonsieg.